Heute bei Grip die dicke 7. Grip-Testfahrer Matthias Malmedy und Schauspieler Axel Stein testen das neue Flaggschiff von BMW. Und das natürlich mit einem richtig schweren Gasfuß. Ach, ich hab echt wirklich, mir ist echt schlecht, wirklich. So schnell wie ein Porsche 911, bequem wie ein Wohnzimmer und per Handbewegung bedienbar. Ist das die eierlegende Wollmilchsau? Ferngesteuert einparken kann sie auch noch. Mit einem Schlüssel, der echt wow ist. Also das ist gleich zum Anfang schon mal der absolute Oberhammer. Dieser Schlüssel ist, glaube ich, größer als mein Handy. So sahen die früher mal aus. Also so kenne ich das auf jeden Fall. Heute so, kleiner Computer. Was kann ich mir da alles anzeigen lassen? Ich kann mal gucken hier, was macht der Service so? Wie lange hält denn mein Motoröl noch? 28.000 Kilometer, das würde ich sagen, reicht. Das können wir noch machen. Wir können es anzeigen lassen, wie groß ist die Reichweite. Und Klimaanlage. Es ist ganz schön warm. Ich mache mal meine Klima schon mal an. So, los geht's. So, also ich bin gespannt, was der neue 7er alles kann. Und vor allem will ich natürlich auch wissen, was kann ich in den Kurven. Und hinten rechts wartet schon Matthias Malmedys Lieblingsnervensäge, Schauspieler Axel Stein. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir testen heute den neuen 7er. Ja, das hatte ich auch vor, aber wie gesagt, ohne dich. Ja, heute testen wir so, wie ich das möchte. Nee, wie ich das will. So, gib aber Gas. Fahren darf nicht ich, reden. Ja? Fahren. Na, das kann ja heiter werden. Die beiden fahren den aufgeladenen 4,4 Liter Achtzylinder mit 450 PS. Die Fahrleistungen sind beeindruckend. In rund 4,5 Sekunden geht es auf 100 Sachen. Das sind die Beschleunigungswerte des gerade frisch facegelifteten Porsche 911. Oh, Matthias, was soll das? Was denn? Ich probiere das Auto aus, das ist mein Job, Meister. Ja, aber lass mich. Probier's bitte so. Zu dir. Probier's bitte so aus, dass ich mich hier auch wirklich noch konzentrieren kann, ja? Ja, mach ich. Witzig. Ja, ganz schön viel Druck, ne? Ja. 450 Pferdchen. Passt ja zu dir. Richtig Druck bekommt man übrigens auch vom Bankberater. In der Langversion kostet der 57er ab 112.700 Euro. Allrad inklusive. Will man volle Hütte mit allem Shishi, ist man aber auch schnell bei 180.000. Axel ist begeistert. Ich habe erstmal alles getestet. Ich habe mich da reingesessen in die Karre. Als allererstes hast du mal die Rundumsicht getestet und geguckt, wo die Mädchen alle laufen. So, jetzt lässt du mich mal bitte sprechen. Natürlich. Ich habe mich in die Karre reingesetzt und habe jeden Knopf ausprobiert. Jede Funktion, ich fand das so geil. Jeder Knopf hat irgendwas gemacht und irgendwas bewegt. Und ich habe überall nur Bildschirme gesehen. Alles mega connected und alles voll mit Kameras, Displays. Guck mal hier. Touchscreen. Boah. Ey, geil, guck mal. Ich kann hier mit dem Bildschirm, den Bildschirm kann ich mit dem Display, ich kann mit dem Bildschirm den Bildschirm bewegen. Guck mal hier. Den kann ich nach oben fahren und nach unten. Guck mal, einfach nur. Geil. Ja, das kommt dem rollenden Wohnzimmer doch schon sehr nahe. Der Aufpreis für die sogenannte Executive Lounge mit vollverstellbaren Sitzen und Massagefunktion 12.450 Euro. Allein dafür gibt's schon gut ausgestattete City-Flitzer. Und auch von außen ein ziemlich fetter Auftritt. Große Niere und katzenartige LED-Scheinwerfer. Wer den neuen 7er im Rückspiegel sieht, macht freiwillig Platz. Neu? Die auffällige Chromleiste an der Flanke. Die Frage, ob so viel Chrom wirklich sein muss, bleibt Geschmackssache. Das gilt auch für die Zierleiste am Heck, die bis in die Rückleuchten reicht. Der Innenraum ist das absolute Highlight. Wenn man bei den Sonderausstattungen fleißig Kreuzchen macht, bleiben hier keine Wünsche offen. Jede Menge Bildschirme, alles ist vernetzt und die Assistenzsysteme sorgen nicht nur hinten rechts, sondern auch vorne links für Entspannung. Auf der portugiesischen Autobahn gilt Tempo 120. Eine entspannte Reisegeschwindigkeit findet Matthias. Der Bock fährt jetzt alleine, ne? Der Bock fährt alleine? Ich mach jetzt Tempo mal 100. Ich kann sogar noch ein bisschen. Ich habe hier sogar noch ein Telefon drin. Ja. Lenk jetzt nicht mehr, okay? Läuft das über die Kameras nach unten oder was? So, jetzt sagt er, ich soll anfassen. Na gut, dann fasse ich einmal kurz an. Sagt er wieder okay, ist er wieder ruhig. Alter, der fährt aber richtig genau, ne? Und ich muss und du das musst Ding immer zwischendurch berühren, damit er weiß, dass ja, du noch da bist. Ich muss ihn wirklich nur berühren. Ich muss nur so machen. Ja. Dann denkt er, okay, der Malmedy ist da. Der ist nicht ausgestiegen zwischendurch. Ja. Weiteres Highlight in Sachen Technik ist die Bedienung des Zentralbildschirms durch Gestensteuerung. Axel wird neugierig. Sag mal, du kannst doch hier alles mit Gesten steuern, oder? Den Bildschirm vorne? Alles nicht, aber ein bisschen was. Ich kann, ja, sag mal. Zum Beispiel Lautstärke lauter machen. Okay.
Ach, du musst gar nicht vor. Du musst gar nicht vorher einen Knopf drücken oder irgendwas, sondern der erkennt das automatisch. Das und hier im Spiegel ist quasi die Kamera drin und die sieht, wie ich meinen Finger bewege. Okay, ja, so. Und was ist, wenn ich. Was erkennt er noch für Gesten? Man erkennt er auch. Was ist das? Peace oder was? Zack, mach dein Bildschirm aus. Das hier ist so eine multiple einstellbare Geste. Mit dem kann ich alles machen. Ich kann zum Beispiel einstellen, okay, wenn ich so mache, kommt direkt der nächste Song. Ja. Muss ich auch vorher da einstellen. Ich habe jetzt eingestellt, Display aus, ist so. Und Display an, ist auch so. Da geht's wieder an. Guck mal, was macht er denn jetzt? Das nächste Lied. Ja, das verstehe nur ich, wenn du mir den zeigst. Das, der versteht das nicht. Und das war's? Mehr Gesten erkennt er nicht? Ja, also wenn du mich jetzt zum Beispiel anrufst und ich möchte den Anruf natürlich nicht entgegennehmen, dann kann ich so machen und dann ist der Anruf weg und abgelehnt. Axel Stein ruft an. Gut, ne? Ja, ganz gut. Ja. Kannst du bitte jetzt mal das Navi ausstellen? So, Radio... Bitte Navigationsansagen ausschalten. Alter! Geil! Weißt du, wie das heißt? Nee. Nature Language Hearing oder so ähnlich. Der schon Deutsch mit mir sprechen. Der erkennt ganz normale Sprache. Ist das nicht genial? Pass auf. So wie Siri, ja? So wie Siri, nur ein bisschen cooler. Pass auf, ich hab noch einen. Fahr mich ins Hofbräuhaus. Hofbräuhaus München, München, Platz 9 wurde ausgewählt. Ist das nicht genial? Ey, das ist ja unfassbar. Wir fahren ins Hofbräuhaus. Okay, ich will auch mal was sagen. Gute Frau, wie warm ist es denn draußen? Wetter. Zeig dir das Wetter an. Jetzt zeig dir das Wetter an. 22 Grad. Ich flipp aus. Ja, ja gut, das könnte schon ein bisschen wärmer sein. Ne? Das Wetter passt also und statt ins Hofbräuhaus geht's ins portugiesische Hinterland. Aber der neue Siebener hat noch mehr Hightech an Bord. Der Schlüssel spielt beim nächsten Feature eine entscheidende Rolle. Was sagst du zu dem Schlüssel? Der sieht schon ziemlich spacey aus, ne? Ich meine, wenn du den auf den Tisch legst, ne, im Café, das ist schon, das kann was, ne? Das, so einer bist du, ne? Nein, aber das ist natürlich. Guck mal hier, mein Schlüssel. Ach, jetzt komm, hör auf. Das ist einfach ein schönes Produkt. Das sieht einfach cool aus. Mit dem Teil wird man das Fahrzeug in eine Parklücke fahren können, vollautomatisch. Mit Fernsteuerung. So. Da fährt er in die Parklücke. Zeig. Zeig ich dir. So, Axel, pass auf, ich kann zaubern. Ja, lass dir erzählen. Ja. Also, pass auf. Jetzt muss ich hier auf diesen auf den Knopf drauf drücken. Engine. Engine Start. So. Dann jetzt macht er so einen Pre-Check. Guck, ob die Bremsen noch gehen. Macht der Motor an. Dann jetzt, pass auf, jetzt fahre ich noch was. Jetzt drücke ich hier drauf. Oh, warte, ey. Das ist ja echt unfassbar. Und wenn ich jetzt mich jetzt einfach davor, dann hält der andere das? Weiß ich nicht. Oh ja. Ah! Du hast gemacht oder war er das? Ich drücke immer noch auf Ausparken. Und wenn ich jetzt weggehe, dann fährt er weiter? Ja. Jetzt hat er gemerkt, okay, du bist weg. Ja. Jetzt können wir weiterfahren. Oh. Das ist schon. Und übrigens korrigiert er auch, muss man darauf achten. Wenn der vorne, der lenkt nämlich von alleine. Guck mal, der lenkt. Und korrigiert. So. Ja, wirklich, guck mal her. Irgendwann fahren die Dinger ganz ohne uns, Axel. Ja. Da haben wir keinen Job mehr. Hätte bei dir auch echt einen Vorteil, dann würde weniger kaputt gehen. Die beiden Grip-Tester sind wieder on the road und jetzt will es Matthias endlich wissen. Kann der Siebener trotz seines Leergewichts von knapp 2 Tonnen auch Sport? Wie flink kommt so ein dicker Brummer wirklich um die Ecken? Auch die Physik hat ja bekanntlich ihre Grenzen. Matthias findet super. Axel, weniger. Ah, Matthias, komm, ich muss echt kotzen, ohne Scheiß. Ja, ja. Die Strecke ist so schön, die fahren wir gleich nochmal. Matthias, ich kann nicht, ohne Scheiß. Okay, was sagst du? Bei dir alles fit hinten? Ja. Oh Mann, ey, das ist echt so eklig. Wirklich. Der neue Siebener ist wirklich ein Multitalent. Wer das nötige Kleingeld hat, bekommt Luxus ohne Ende. Gepaart mit dem Handling eines Sportwagens.